Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Benny BK Performance. Aber da geht es heute nicht darum, sondern wir haben eins der schickesten Autos aus Hannover, welches ich euch gerne vorstellen würde. BMW E30 M3 Original mit S54 Turbo und Leistung satt. Bevor es losgeht, Porn ab. Ja, Jakob, komm ran hier. Erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dass wir dir dieses Auto vorstellen dürfen. Jetzt muss man erstmal sagen, Jakob ist ja eigentlich in Hannover, frühere Zeiten, Chrome Wheel, schon ein bisschen ein ganz alter Hase, aus den ganz wilden Zeiten noch und so weiter. Ne? Ja. Was ich geil finde, du hast bestimmt auch auf der Messe gesehen, dass Markus deinen alten C55 zurückgeholt hat. Genau. Und zwar, Jakob hatte mal eine C-Klasse, den es ja nur mit dem Saugermotor gab, umgebaut auf den C55-Kompressor. Korrekt, ja. Und damit hatten wir am Wörthersee jede Menge Spaß. Spaß. Damit, definitiv, ne? Ja, damit fing das ganze Driften an und Burnout, ja, ein paar Jahre her, das stimmt. Ich würde sagen... Allerdings, beim ersten Mal war der noch als Sauger, das Jahr danach war er dann auf Kompressor umgebaut. Und fährt bis heute das Ding? Das fährt bis heute, kannst du Mercedes bringen, die TÜVen, ganz normale Inspektion, alles C55-Kompressor. Geil. Also Markus, wenn du das siehst, das Auto müssen wir auf jeden Fall auch nochmal vorstellen. Ja. Fällt mir dabei so ein. Und sonst wart ihr halt immer bekannt dafür, tendenziell schon eher Mercedes-lastig eigentlich, ne? Genau. Damals, das waren ja so die Zeiten E63, E55. Genau. Ja. Und wirklich eigentlich immer die Autos mit den, die flachesten Autos in Hannover mit den größten Rädern und ganz oft auch polierte Räder. Ja. So, ne? In die Richtung. Deswegen hieß die Firma ja auch damals Chrome Wheel. Mhm. Ja. Ja, damals ging noch galvanischer Chrom, dann ist das dann irgendwann wegen den ganzen Behördenauflagen dann gestorben. Ja. Ja, das war Chrom. Gibt ganz wenige nur noch, die das machen. Ja, ganz wenige, ja. Geil. So, und halt generell auch immer, wenn es darum ging, wie kriege ich mein Auto maximal tief, konntest du einfach Jakob oder Nejat anrufen, die wussten gleich auf jeden Fall Bescheid, ja, musste dies und das und jenes. Und auch, ich will nicht wissen, wie viele verschiedene Felgengrößen in deinem Kopf so rumschwören, auf welches Auto welche Felgen passen so, ne? Ja. Weißt du so, ah, okay, CLS, kannst du die Größe vorne, die Größe hinten fahren und so weiter, ne? Genau. So. Ja, Räder und Bremsen, das waren immer so meine Sachen. Jetzt zu dem Auto, E30 M3. Erzähl mal, erstmal, allerwichtigste Frage, ist ein originaler M3? Ja. Das ist ein originaler M3, allerdings leider gekauft vor 3,5 Jahren, war nicht mehr der S14 drin. Mhm. Es war ein 3,5er Motor, aufgebaut auf 3,7 vom 6,35 CSI war der. So hatte ich den, sage ich mal, relativ günstig gekauft, sage ich mal. Von einem Sammler, der sage und schreibe, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, 20 Stück davon stehen hat. 20? 20 Stück, ja. Oma Automobile verkauft gerade einen E30 M3 Alpina für 2,99 € im Netz. Ja. Weil ganz viele werden jetzt als allererstes wieder schreien, oh, E30 M3, wie kann man das Ding nur umbauen und so weiter. Das war bei uns in Hannover aber eigentlich schon immer so, wir waren nie so die unbedingt ein Auto original haben wollten. Nee. Sondern jeder, der schon mal einen E30 M3 gefahren ist mit dem Originalmotor, ich bin leider noch keinen gefahren, aber ich kann es mir vorstellen, das Ding fährt halt einfach gar nicht. Zumindest so auf der Straße, für das was wir so immer gemacht haben, ja. Was willst du da mit dem Vierzylinder? Ne? Genau, für die heutige Leistung ist das wirklich nur einmal nur rumrollen, das war's dann. Ja. So, deswegen habe ich da immer vollstes Verständnis, einen anderen Motor reinzumachen, weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn du in 5 Jahren keinen Bock auf die Technik hast, dann schmeißt es halt wieder raus und baust halt doch wieder einen Vierzylinder ein. Ne? Ja. Was natürlich nicht vorkommen wird, aber. Nee, nicht mehr bei dem Moment. Okay, das heißt, gekauft eigentlich mit einem großen Sechszylinder. Genau. Und jetzt schlummert aber was anderes drin. Ja. Wie ist der so lackmäßig? Ist das alles original sogar noch oder wie ist das? Ja, ist noch original. Erster Lack. Ja, wird aber natürlich komplett nochmal einmal geduscht. Ja. Aber sieht noch krass gut aus. Was hat der in Kilometer? Laut Tavo aus erster Besitz habe ich den für 100, ist gerade bei 130.000 Kilometern. Allerdings bis vor 3,5 Jahren stand der 17 Jahre abgemeldet.
Wie gesagt, es war ein Sammler, hat 20 Stück da stehen gehabt. Und das war halt der günstigste. Weil wenn ich mir so die ganze Türdichtung und alles so angucke, ne? Ja. Das echt noch. Nennt sich die Farbe bei BMW schwarz metallic oder ist das schon eher mehr ein Grau? Diamantschwarz ist es. Diamantschwarz, okay. Ich habe nicht so viel Ahnung von diesen Autos. Jetzt musst du mir erstmal erklären, was beim M3 eigentlich alles anders ist. Logischerweise Kotflügel, dann natürlich hinten das Seitenteil. Spoiler, die Heckklappe hier, genau. Die ist beim M3 auch, also der normale, normale hat das nicht, dass sie hinten so rüberfällt? Nein, dann ist ganz wichtig. Das heißt, die ist komplett so aufgesetzt? Ganz wichtig, das Stück ist auch länger, es ist komplett aus Blech aufgesetzt. Da siehst du auch, der hat zwei Hebeablagen, ne? Das ist hier noch als Erweiterung drin ist. Ach, das heißt, beim Original steht die Scheibe schräger, so? Genau. Ja. Oh, krass. Welches Baujahr? 86. 86, ey, das ist mein Alter. Ja. Weil deswegen fragte ich gerade, weil diese ganze, das sieht so alles aus wie so aus einem Paket so draufgesetzt. Toll, ja. Man muss halt einfach sagen, es ist halt einfach ein bildschönes Auto, ne? Kann man nichts anderes so sagen. Felgen? Sieht jetzt erstmal aus wie eine BWS-Felge. Genau. Das sind auch wirklich, würde ich jetzt behaupten, die einzigen Felgen, die man legal auf der Straße eintragen kann. Das sind WBS R28, sind von der Firma Inden, sind WBS Champion. Die Sterne sind aus Alu. Die habe ich auch deswegen auch gebürstet und dann mit Karlack versehen. Das sind wie gesagt die einzelnen WBS Rennsportfelgen, die man auf der Straße dann eintragen, legal eintragen kann. Das heißt, die hast du wirklich per Hand so gebürstet? Genau, mit der Maschine. Boah. Da wird es bestimmt einige geben, die jetzt ihre Felge auch so gebürstet haben. Weil ich finde es optisch völlig geil. Weil ich mag dieses Gebürstete ja übertrieben. Genau, das kennen wir ja von deinem RS noch. Die ersten Felgen, die wir da. Deswegen. Genau. Das ist so genauso meins. Vor allem zieht euch einfach mal diese riesen Bremse hinter diese Felge. Ne? Ja. Ist halt eine Felge, wo man die Bremse nicht so krass sieht, ne? Aber ja. eigentlich ist dahinter ja nur Scheibe. Ne? Ja. Was ist das? Das ist eine 6 Kolben Cayenne Bremszettel, Zettel 17 heißen die, mit E46 M3 CSL Scheiben, da kommen wir zu danken. Ja. Ne? Und also die beliebteste BMW Bremsscheibe gefühlt so. Ja, also die funktioniert auch, kann man auch wirklich komplett von hohen Geschwindigkeiten problemlos runterbremsen. Vor 5 Jahren noch hättest du halt noch 3 cm tiefer gemacht, ne? Ja, das soll ja nicht. Man wird ja älter. Nee, weil früher war definitiv bei euch immer so Kotflügel keine Felgenkante. Das war so Pflicht. Muss ich dazu sagen, ist Anschlag hochgeschwommen. Fahrwerk? Fahrwerk ist was ganz Spezielles. HMR Deep in Competition-Abstimmung mit Härteverstellung, Druckzugstufen. Ist wirklich zum ersten Mal von H&R gebaut worden. Ne? Das heißt, er hat Selim gemacht alles auch? Nicht direkt, habe ich mit Jürgen Sommerhoff, also ganz normale Bestellung. Allerdings habe ich den die Gewichtsangaben alles vorher angegeben und dementsprechend haben die das Fahrwerk gebaut und muss so sagen, traumhaft, wirklich traumhaft. Also kannst bei der Tiefe wirklich sehr, sehr gut Straße sowie auch auf der Autobahn fliegen kann. Gut, härteverstellbar, also kannst du auch härter machen. Ja, klar. Was ist das denn für eine Felgendimension? Ist das denn so eine 9 und 10 oder was ist das? Nein, ist eine 7,5 und 8,5. Ah, 7 macht da krass, weil die genau. So breit aussehen, ne? Aber es wird wahrscheinlich so, weil für eine 7,5 ist ja schon noch relativ viel Bett dran, ne? Genau. Das heißt, du bewegst das Auto auch richtig. Ja. Der kriegt richtig. Ja. Ja. Das ist für mich so ein Auto. Kannst auch gerne gleich auf dem Prüfstand bewegen. Ist für mich so ein Auto, was so einlädt, reinsetzen, Spaß haben ballert. Ja, auf jeden Fall. So, weil wir haben ja noch nicht verraten, wie viel ist das Ding hat, wir werden es hier rauskriegen. Ist auf jeden Fall nicht gerade wenig. Würde ja kein Mensch, wenn er das Auto so sieht, denken. Ne? Das sieht doch schon besser aus. Also ist halt wirklich einfach, muss man einfach so sagen, gestört. So ein Auto, was ja einfach mittlerweile wirklich Raritäten sind, dann auch noch so eine Technik da reinzupflanzen. Ne? Aber geil. Wir sehen auf jeden Fall keinen Vierzylinder mehr, sondern einen Sechszylinder. Genau. Ja, wie gesagt, Anfang des Videos habe ich ja gesagt, war ja ein M30 drin, 3,5 aufgebaut auf 3,7. Lief in dem Wagen auch sehr, sehr gut, wirklich. Gemessen haben wir es nicht, angegeben war der mit 280 PS. Das hat man auch wirklich gemerkt. Das war jetzt dann die Frage, was machst du? Weil ein originaler M3,
E30 M3 und dann halt kein originaler Motor. Ne? Gut, S14 sind relativ teuer, wobei der Motor ja auch nicht günstiger war, sogar noch teurer dann. Allerdings, wie du es ja am Anfang gesagt hast, 4 Zylinder, 215 PS. Ja, ja halt und dann noch die, ganze, die ganzen Teile nochmal zu besorgen, war nicht so einfach. Dann ja, hat sich dann halt der S50 B32 ergeben. Ah, okay, sorry, dann war meine Ansage am Anfang S54 falsch. Für die Nicht-BMWler, für mich ist das ja auch noch Neuland. S54, wie ich vermutet hatte, wäre E46 M3, ist jetzt aber E36 M3, die letzten, die 3-2er. Korrekt, ja. Ja, und dann haben wir gesagt, Leistung. Muss er haben. Weil 3-2er normal bin ich gefahren, 1994, 95, 96 bin ich gefahren. Da war es wirklich sehr, sehr schnell. Heute ist es wiederum nicht schnell. Und, wobei ich glaube, so ein ja. S50 B32, wenn der gut im Saft steht und keine Ahnung, 320, 340 PS hat, dann fährt er schon geil, glaube ich, in so einem E30. Ja, klar, mit einer Airbox und gut abgestimmt. Mit Airbox und guten Diff hinten genau, und so hat man genau. Anders schon Spaß mit. Ne? Aber klar, ab vierte Gang wird es dann halt auch wieder dünner. So, ne? Korrekt, ja. Ich habe hier noch einen originalen S50 B32 in Original, Neuzustand da, komplett revidiert. Die sind auch gut teuer geworden, ne? Genau. Also generell, ich war erschrocken, ich habe neulich mal geguckt, S50, B32, also ich war ja schon erschrocken, wie teuer die S54 Motoren sind. Genau. Weil da war ja die Sache, es gab einen niegelnagelneuen CSL Motor für 10,5 netto oder so in dem Dreh und ein gebrauchter S54 aus einer ehrlichen Hand, die fangen ja mit Glück bei 5000 Euro an so ungefähr. Ja, ne? Genau. So. Und S50 liegt fast noch drüber, ne? Ja, die liegen nur. Also wenn man jetzt so bei Kleinanzeigen guckt, 5, 6, 7.000 Euro ist für so ein S50 schon immer schnell fällig. Ja. Krass. Einmal alles gemacht oder noch relativ viel Serie drin? Nein, nein, einmal alles gemacht. Also komplett Call-and-Play, volles alles, Programm. Alles, alles. Ja. Deswegen sind wir ja auch bei Benny. Bei Benny hat am Ende auch noch einiges angepasst, dass das genau. Ganze jetzt so schön läuft und fährt und funktioniert. Genau. Und die Auspuffanlage vorher hatte Benny gebaut und dann zum Schluss, wie der Motor drin war, hat Benny dann auch noch einige Anpassungen wie die Ölleitung zum Turbo, die Wasserkühlung, dann Hosenrohr noch angepasst, die Westgates angepasst, also ist einiges noch durch die Hand von Benny gegangen. Am Ende anderes Steuergerät logischerweise, weil mit dem Originalsteuergerät? Den Motor hatte ich mit Trijet Steuergerät. Gut, ja, soweit funktioniert, lief und dann gibt es ja einen in der Szene, den wir ja kennen, GP-Bauer, Walter. Walter, ja. Auch schon. Danke nochmal. Ja, auf dem Hänger zu Walter und dann kam dann ein neues Steuergerät und dann noch die restlichen Anpassungen. Ah, und dann hat Walter auch alles abgestimmt und so weiter. Genau. Hat der ABS? Ja. Was? Ja. Aber nicht original. Doch. Echt? Ja, 86. Ich mal wie wenig Ahnung ich von E30 M3 habe, aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ein E30 M3 schon ABS hat. Kurz nochmal zur Technik. Wir sehen hier Ansaugpumpe. Wer hat die gebaut? Die hat mal damals Firma HST. HST, also da habe ich das Auto nämlich schon mal gesehen in Österreich. Genau. Ja, genau. Weil, witzige Sache, passt aber perfekt hier rein. Ihr seht hier nämlich einen Wasserladeluftkühler. Das heißt, da ist tatsächlich ein Wasserladeluftkühler in der Ansaugbrücke integriert. Und deswegen ist das hier nämlich das einzige Rohr, was durch die Front geht. Genau. Und die ganze Front muss nicht zerschnippelt und nichts werden wegen Ladeluftkühler, sondern alles da. Genau, wir haben aber trotzdem noch einen kleinen Wasserladeluftkühler vorne auch noch unten. Also es sind quasi zwei Stück. Ne? Und wirklich, die sind so weit sehr gut gebaut, dass die Kühlung dann komplett auch noch... also wie, ihr habt noch einen zusätzlichen Wasserladeluftkühler oder einen Kühler für den Wasserkreislauf? Nein, nee, zusätzlichen Wasserladeluftkühler. Das sind wassergekühlte. Ja, ja, klar. Wassergekühlt und auch wassergekühlt. Ach, krass. Das ist alles an einem Kühlkreis. Der kleine Ausgleichsbehälter da, das ist die Kühlung für die Ladeluftkühlung. Aber nochmal zum Verständnis, nee, der Kühler, der vorne drin ist, der kühlt nur das Wasser, was da durchgeht. Das ist auch ein Wasser. Ja, ja, klar. Beide, genau. Ja, ja. Und der in der Front ist, der kühlt quasi das Wasser dann runter und das kalte Wasser geht dann da durch und kühlt die Luft. Cool. So, okay. Weil ich dachte, das habe ich noch nie gesehen, dass die Luft dann nochmal unten irgendwo durchgeht und so weiter. Aber geil, weil für die Leistung hättest du ja in der Front schon, ich sag mal, Kühler, keine Ahnung, 600x300 gebraucht. Genau, den genau. Hinkriegen, ne? Das ist alles soweit vorne absolut original, nichts verschnibbelt, nichts
drum dran gesägt. Ja, die, hier sich der dann kühlt. Die Lippe ist auch original entweicht. Dieses Carbon-Schwert zum Ausziehen. Das ist ein Johnny Cecotto. Mhm. Ne? Mhm. Das war eine Sonderserie davon? Bitte? Das war eine Sonderserie. Das war auch eine Sonderserie, genau. Und da ist dann die Carbon-Lippe mit dran? Oder ist das nee, extra? Das ist eine Spot Evolution nochmal. Geil. Sieht irgendwie geil aus. Ich mag das irgendwie mittlerweile, wenn da so, ja, so Lippen rauskommen. Wann war der Umbau fertig? Wie lange fährst du jetzt schon mal? Der Umbau, den haben wir gestartet, also jetzt den Motorumbau, den Wagen baue ich seit 3,5 Jahren jetzt so. Genau, mhm. Exakt 3,5 Jahre. Den Motorumbau haben wir letztes Jahr im März angefangen. Und der ist dann quasi letztes Jahr dann komplett fertig geworden. Da gehört ja einiges zu. Was hast du mit dem Auto noch so vor? Willst du ja mit, keine Ahnung, zum Wörthersee nur ein bisschen Spaß mit haben, Rennstrecke, nee, Beschleunigungsrennen? Nee, eigentlich nicht. Also letzte Woche PSDs, das war halt mal... Das war übrigens in dem Video, habe ich gesagt, guck mal, der E30, wo die Kaderwelle ab war. Ja. Das war tatsächlich Jakob mit seinen Jungs, die dann auf den PSDs tatsächlich die Kaderwelle getauscht haben. Genau. Da haben wir einmal nur Rest gemacht, weil... Hat sich so ergeben. Ansonsten. Gibt halt dann, Momente, wo sich sowas ergibt. Genau. Soll der ganz normal im Alter bewegt werden. Fahren, ne? Ja. Keine Rennstrecke oder so mehr. Okay. Ja, geil. Okay, jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was er hat. Also, wir holen mal Benni und dann hoffen wir, dass wir noch kurze Leistungsmesse nehmen. Bei 56 Grad Ansauglufttemperatur, das ist halt, wir haben uns halt wirklich hier heute den wärmsten Tag ausgesucht. 40 Grad draußen hat das Auto angezeigt auf der Hinfahrt. Das ist schon warm heute. Ich bin mal gespannt, was so passiert. Das war Schiebedach, volle Hütte hier. Auf jeden Fall. Aber witziges Auto, ne? Auf jeden Fall, richtig geil, in dem E30. Also wie das Ding auf PS-Days durchgezogen hat, also ich fand's mega. Vor allen Dingen auch, wie klein so mittlerweile so ein altes Armaturenbrett und so ist, ne? Wenn ja, man so die heutigen Sachen gewohnt ist, wie der Platz hier überall ist. Aber BMW ist dem halt so treu geblieben, dieses Fahrerbezogene. Ja, ja. Ne? Auf den Fahrer ausgerichtet, das finde ich halt geil. Müssen wir den jetzt irgendwie wassertemperaturmäßig von der anderen Seite schön kalt fahren? Ich fahre den jetzt erstmal ein bisschen kalt. Also wir haben hier halt einen Wasserkreislauf für den Aluftkühler. Durch das Stehen hat sich das jetzt natürlich aufgehitzt und das wäre jetzt natürlich unfair, direkt eine Messung zu machen. Das heißt, da müssen wir jetzt die Wassertemperatur maximal weit runterfahren. Oh, ich spüle dann immer auch so den Kühler. Ich fahre so 0,2 bar Ladedruck an, dass das ein bisschen zirkuliert, dass das ein bisschen arbeitet, weißt du? Also auch die Luft, weil die Luft da drin steht. Ne? Ist ja auch meistens immer so, dass beim ersten Mal ein bisschen Gas geben, die Ansaugluft erstmal runtergeht. Genau. Ich meine, egal was heute rauskommt, man muss auch fair sein, es ist sau warm. Ja. Heute, ne? Egal wie, es ist sau warm. Dezent warm auf jeden Fall, das ist korrekt. Na geil, der klingt aber tatsächlich immer noch so ein bisschen M3-mäßig. Ja, E36. Hat nicht seinen Klang verloren. Aber von hier aus können wir jetzt mal. Okay. Dann legen wir mal los. Also, wir gucken als allererstes einmal in den Lok rein. Maximaldrehzahl waren 7,5. 7,5, genau. Lambda 0,81. Ja. Das passt. 1,3 bar, ne? 1,3 bar, ja, geil. Ja, 1,35, 1,3. Lambda 80, sauber, passt. Das passt, dann gehen wir mal gucken, was leistungsmäßig so geht. Übelst geil, das Ding oben raus dann rausdrehen. Ne? Das ist ja wirklich so gefühlt von 6 bis 7,5 so. Ein relativ breites Band gefühlt, ne? 7,5. Also es fährt sich gefühlt richtig mega. Guck mal, was hier steht. Jetzt knappe 1,3 bar, 7,5 gedreht, Lambda 081. Das, was er eigentlich machen soll. 624 PS. 670 Newton, ja. Ist natürlich heute sau warm, ne? Ja.
jetzt gerade. Ja, wärmste Tag. Ja. Kurve ist aber sehr, sehr sauber. Ist aber jetzt schon korrigiert? Nein, das ist unkorrigiert. Da kann man sich drüber streiten, korrigiert man so ein Auto. Was würde dabei rauskommen? Weil er korrigiert also, dann ja schon gegen die Temperatur. Genau, also heute bestimmt definitiv mehr. Wir können ja mal kurz mal korrigieren, weil es heute sehr, sehr warm ist. Ne? Und dann wären es 63. Okay, geht ja doch noch von der Korrektur. Ja. Und 691 Newtonmeter. Geil. Aber Kurve sieht echt top aus. Serie hat dieser Motor ja 321 PS. Mhm. Man sagt ja, Pi mal Daumen als Faustformel, nur ein Bar gleich doppelte Leistung, wenn man den Motor nicht anfasst. Ja. Wir haben jetzt 1,2 Bar und sind bei doppelter Leistung. Ja, richtig, richtig gut. Also das passt schon. Richtig gut. Und wenn es ein bisschen kühler ist, liegt ja hier auch mehr Leistung an. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Wir hatten eigentlich auch vor, eine schöne große Probefahrt zu machen, Alter, aber bei 40 Grad mit so einem Auto, das brauchen wir heute. Aber jetzt muss man auch generell dazu sagen, wie viele E30 M3 gibt es mit 643 PS? Ich glaube, das sind nicht viele. Ne? Nein. Originale M3s. Ja. Originale M3s mit der Leistung. Ich kenne keinen. So. Wollen wir noch eine Messung machen? Oder egal? Wir können auch noch eine machen. Zum Vergleich. Oh, eine Kühe? Ja. Dann lassen wir den Lüfter noch mal kurz. Ja, den Kühe mal. Genau. 5 Minuten laufen lassen und dann erst ins Auto steigen. Mal richtig runter, weil ich will nämlich einmal noch von außen werden. Machen wir. Mega geil sauber von dir. Sehr, sehr sauber. Also du hörst von hinten wirklich gar nichts. Also ja. Man hört immer noch den M3-Motor raus, aber halt mit ein bisschen Druck im Ausbau. Ich finde auch immer noch, es ist so ein halbwegs so ein sauber Charakter vom Fahren. Ja. Du merkst gar nicht so richtig krass den Boost-Einstieg. Es kommt so sehr in die Nähe, es fährt bestimmt auf der Straße sehr, sehr sauber. Und cool. Aber die Schaltunterbrechung. Mega. Richtig geil. Gut, der war jetzt eventuell sogar noch wärmer, weil wir haben jetzt ein bisschen gefoltert. Aber läuft sehr, sehr sauber. 641 Meter. Und 700 Meter. Zu anderen Messungen, das sieht man auch, wie 2 PS. Aber halt wirklich Bilderbuchkurve, ne? Genau. Also ist halt wirklich. Ja. Also du wirst da drin sitzen, Gas geben und das Ding zieht einfach weiter, bis zum Bombenbrenner. Ja. Das sieht aus dem dritten schön ausgeschleunigt. Also richtig gut. Ja, mega. Boost, ne? Also. Mega geiles Auto. Ja. Ich weiß schon eine Veranstaltung, wo wir mit dem Auto zusammen eine Runde fahren können. Die kann ich jetzt gerade noch nicht verraten, wird aber noch dieses Jahr demnächst sein. Danke, dass wir das Auto vorstellen durften. Ich denke mal, 643 PS kann man auf jeden Fall jede Menge Spaß mit haben. Wenn ihr auch ein Auto habt, was wir vorstellen sollen, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Alles, was so mit Leistung geil umgebaut über Jahre, ist bei uns genau richtig. Danke, Benni, für den Gutschein. Gerne, immer. Bei dezenten 38 Grad hier würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Geiles Auto. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.